Herzlich willkommen beim dritten Testaufbau der Mini-Biomasse-Heizung von Natursprung. Ja, wir haben wieder den Testaufbau eingerichtet. 5 Hotsticks sind in der Biomasse versenkt und wir haben eine Messsonde gerade einmal in die Biomasse abgesenkt und haben aktuell eine Kerntemperatur von 55,5 Grad Außentemperatur. Jetzt hier Ende November, ca. 10 Uhr, 8 Grad Außentemperatur. Und ja, die Pumpe wird also durch unser Schlauchsystem in die 5 Hotsticks Wasser einpumpen. Und ich werde jetzt die Messsonde, die Temperatursonde, hier mal aus dem Meiler entfernen und in das Ausgangswasser einlegen, um zu sehen, wie kalt das Wasser ist beim Einlauf und dann später beim Auslauf. Ihr seht, die Temperatur geht also jetzt nach unten. 16 Grad Wassertemperatur, Einlauf 13, 12, 10, 9 Grad, 4. Also ich schätze mal so, geht noch ein bisschen runter auf, ja, 8, 7 Grad. Wie gesagt, 8 Grad haben wir jetzt im Außen. Und die Batterien sind schon angeschlossen, damit die Pumpe also pumpt. Und jetzt nehme ich unsere Messsonde und schiebe sie in den Ausgang des Wasserrohrs. Aua, jetzt hat mich doch glatt der Stromzaun geschnickt. So, ich denke, das passt. Und wir schalten ein, um zu schauen, wie stark also die Aufhitzung erfolgt. Ihr seht, die Messsonde ist eingesetzt. 5 Hotsticks in der Masse versenkt. Außentemperatur 7 Grad. Unsere Kollegen, ja, mit der Unterstützung unserer Kollegen haben wir also das hier erreicht. Und wir schauen dann mal, welche Temperatur, ja, das ist ja gigantisch. 29,6 Grad. Ich schalte nochmal die also hier jetzt gerade an Wasserkerntemperatur raus entstehen. 5 Hotsticks je 2 x 1 Meter Rohr. Insgesamt mal 5. Haben wir also 10 Meter Kupferrohr einfach senkrecht versenkt. Hier in der Masse. Und schauen hier drauf. 26,9, knapp 27 Grad, die also hier aus dem Wasser rauskommen. Ich schalte nochmal auf Außentemperatur. Außentemperatur 8,5 Grad. Die Pumpe pumpt also das Wasser hier heraus. Ich nehme nochmal die Messsonde heraus, um zu gucken, wie ist die Temperatur des Wassers beim Eingang. Messsonde liegt drin. Umschalten. 13,7. 11. 10. 9,9. 9,3 Grad. Nochmal der Wechsel. Messsonde raus.
angesteckt. 12 Grad, 15 Grad. Mhm. 18. 18,5. Ja. Okay, die Pumpe pumpt noch. Wir haben jetzt, ja, ich habe die Pumpe jetzt mal sozusagen genau in den Kreislauf eingesetzt. 18,5, 18,3 Grad. Wir schauen mal, wie es sich stabilisiert. Weil das Wasser wird natürlich auch wärmer. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzuhalten. Also das ist schon mal ein guter Zutrag, muss ich mal sagen. Wir haben natürlich jetzt die Durchlauftemperatur, genau, die fällt jetzt ein bisschen ab, 16,5. Wenn wir natürlich das Wasser wieder stehen lassen würden, in der Gruppe, wird sich natürlich die Temperatur wieder aufheizen. Also am Anfang waren es 26, noch was Grad. Okay. Ja, das System wird jetzt natürlich versuchen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Wassertemperatur, die einströmt, mit der Fließgeschwindigkeit erhitzt wird, hier wieder einfließt, etwas abkühlt, wieder eingespeist wird. Also Verlust hier im Eimer, Wärmezutrag hier in der Masse, in Abhängigkeit von der Durchflussgeschwindigkeit, gibt hier einen Mittelwert in der Temperatur. Wie gesagt, ich schalte noch mal um. Wir haben hier jetzt 9 Grad im Außen. Ja. Und eine Temperatur von knapp 15,7 Grad jetzt im aktiven Durchfluss. Ja. Also hier stabilisiert sich gerade die Temperatur. Jetzt geht es leicht nach oben. Naja, also auf dem aufsteigenden Ast 16,1. Das heißt, die Wassertemperatur hier, wenn ihr euch vorstellt, das wäre jetzt der Wärmespeicher, der müsste natürlich auch ordentlich gedämmt sein. Hier haben wir natürlich Wärmeverlust auch mit dem Wasser, das hier zugetragen wird. Also die Idee ist eben, dieses Konzept mit in einen Wärmespeicher einzubinden, um dort drüber Heizung oder Warmwasser eben zusätzlich zu erhitzen. 16,3. Also die Temperatur geht nach oben. Ihr müsst natürlich bedenken, hier jetzt auch der Akku wird ein bisschen leerer. Das heißt, die Durchflussgeschwindigkeit wird auch geringer.
Das heißt, die Wärmeaufnahme vom Wasser nimmt natürlich zu. In den Heizrohren, das Wasser hat einfach mehr Zeit, sich aufzuwärmen im Gestänge. Also auch hier wird es eine optimale Durchflussgeschwindigkeit geben. 16,9, also die 20 Grad Marke rutscht so langsam näher. Ja, der Zulauf fängt jetzt an langsam zu tropfen. Und hier ist jetzt Schluss quasi. Die Pumpe hat jetzt keine große Stromleistung mehr.